Hallo YouTube, wie geht's euch? So, heute mache ich mal wieder was, was mit Tesla gar nichts zu tun hat, sondern hier, ich mache ja auch noch ein bisschen Fotografie und Videografie und so weiter. Und ich habe hier einen schönen Karton bekommen von dem Alexander Görlitz, blende ich euch hier ein. Der Fachhändler in Deutschland, muss ich sagen, für gebrauchtes und neues Leica-Equipment. Und von dem habe ich diesen Karton bekommen und packen wir heute mal aus. Das werde ich mir die nächsten Wochen mal anschauen und werde da sicherlich auch noch einige andere Videos zu machen. Also, wir machen mal ganz kurz das Intro und dann geht's hier an den Inhalt. So, ich werde jetzt diesen schönen Karton hier mal aufschneiden. Und dann gucken wir mal, also was drin ist, weiß ich natürlich. Das habe ich mit dem Alex natürlich vorher abgesprochen. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Es ist eine Kamera, das kann ich euch schon mal... Das hat er wieder super eingepackt. Das mache ich jetzt hier alles mal an die Seite. Passt ja, sieht ein bisschen weihnachtlich jetzt hier aus. So, ich hole mal ganz kurz raus, was hier drin ist. Kommen wir an das eigentlich Wichtige. Hier, so sieht's aus. Ihr könnt es schon durchschimmern sehen, ist hier noch was drin? Nein. So, dann machen wir mal hier die gute Folie ab. Das brauchen wir auch nicht. Und wir haben hier einen silbernen Karton. Kenner wissen jetzt schon zumindest was drin, also ungefähr was drin ist. Ja, das Ding wollte ich immer schon mal haben. Das ist eine Leica Q2, aber nicht irgendeine Leica Q2, sondern es gibt ja verschiedene Sondereditionen. Und hier haben wir die, weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, Q2 Greg Williams und Daniel Craig Edition. Ja, relativ selten. Ich habe immer schon mal geschaut, ob ich die mal so frei verfügbar bekomme. Das ist so gut wie nicht möglich. Die ist von Leica nur 750 Mal gebaut worden, produziert worden. Und ich weiß jetzt gar nicht, welche Version das hier ist. Spielt ja auch erstmal keine Rolle. Wir gucken mal rein. Also, außen ist dieser silberne Karton, der ist immer dabei, den brauchen wir nicht. Innen der Karton sieht auch erstmal genauso aus wie bei den anderen Leica-Kameras, die man so kauft, egal ob jetzt Leica Q oder Leica M, die sehen ja alle gleich aus. Das wird hier in diesem Kästchen hier so aufgemacht. Und hier sieht man schon, dass das zumindest ein bisschen anders aussieht. Ich nehme das mal gerade auf. Das ist hier wie in so einer Schmuckschatulle, Geschenkschatulle verpackt. Ist auch hier vorne nochmal sehr schön beschriftet. Daniel Craig x Greg Williams Kollaboration. Die haben die ja, die stehen ja Pate quasi dafür. Das gucken wir uns gleich an. Ansonsten haben wir hier unten die üblichen Schublädchen. Hier ist jetzt, ja, hier sind die Papiere und so weiter drin. Da hat sich nichts getan. Und ganz unten, da ist das ganz normale Ladegerät drin. Das kennen wir. Hier ist noch so ein, das schauen wir mal eben uns an, was das ist. Ah, das ist noch so ein kleiner Ring. Den kann man wahrscheinlich vorne drauf drehen, wenn man die Sonnenblende nicht benutzt. Ich benutze die aber, weil ich finde die erstmal sehr schön und die tut auch ihren Dienst, was sie soll. Hier sind die Kabel und so weiter drin, die brauche ich jetzt auch nicht. Hier ist der Akku drin. Also es ist jetzt keine nagelneue Kamera, die ich von Alex gekriegt habe, sondern eine gebrauchte. Und dann haben wir hier noch diesen schönen Gurt aus Nappa-Leder. Hier sieht man auch schon, dass der ein bisschen gebraucht ist, aber das macht das Leder ja eigentlich nur schöner. Ist aus schönem Leder. Ich muss einfach mal schauen,
ob der für mich lang genug ist. Ich trage die ja meistens so über der Schulter. Ich glaube, das wird mit dem leider etwas kurz, aber das schauen wir mal. Hier sind natürlich auch diese Goldverschlüsse dran, womit man das an der Kamera festmacht. Die hat ja auch diese kleinen goldenen Verschlüsse. So, gut, das packen wir erstmal wieder an die Seite und dann schauen wir uns jetzt mal das hier an. Das ist hier so festgemacht. Dann machen wir das hier auf und siehe da, da ist sie drin. Technisch gesehen ist es wie eine ganz normale Leica Q2. Da gibt es keinen Unterschied. Jetzt muss ich die gerade, jetzt halte ich die ja gerade zum ersten Mal selber in der Hand. Ja, das ist schon echt schön. Also die ist wirklich ganz dunkelschwarz. Ich weiß gar nicht, ist ja so ein Dark Black. Ich weiß gar nicht, ob die noch dunkler ist. Man müsste jetzt wirklich mal eine normale Q2 dagegen halten. Ich hätte jetzt fast den Eindruck, als ist sie noch ein Ticken dunkler. Ansonsten ist sie halt, was besticht als allererstes? Das Logo hier, wie ihr seht, ist nicht rot, ist auch nicht schwarz. Das ist schwarz halt mit Gold. Also die Verschlüsse, die Ösen hier an der Seite, wo man den Gurt dran macht, sind Gold. Und auch die Beschriftungen hier hinten sind alle Gold und sehr dezent gehalten. Hier unter dem Display ist eingelasert. Hier oben steht nochmal, ich glaube, das ist wirklich so klein, dass man es fast gar nicht lesen kann. DC und GW, also Daniel Craig und Greg Williams, 128 von 750, also die 128. Und hier unten steht auch nochmal Daniel Craig x Greg Williams. Das steht hier unten im Display und hier oben steht die Nummer quasi. Ansonsten auch die Beschriftungen mit den Tasten sind goldfarben sozusagen. Und auch hier was hier oben an dem Objektiv zu sehen ist. Das ist auch Gold. Jetzt machen wir mal den Deckel ab. Ja, wie gesagt, ansonsten ist es eine ganz normale Q2. Ja, sehr schönes Stück. Die werde ich mir jetzt mal eine Weile anschauen. Also wie gesagt, technisch, inhaltlich, das, was sie kann. Die hat jetzt nichts noch irgendwie was Besonderes auf dem Schirm, was die jetzt mehr kann als die andere. Da ist es wirklich eine ganz normale Q2. Es sind wirklich Designaspekte, äußerliche Aspekte, die hier zum Tragen kommen, dieser extra Gurt. Und hat damals, glaube ich, auch ein bisschen mehr gekostet. Preise habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich wollte euch dieses schöne Stück einfach mal zeigen. Und da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit nochmal einige Videos zu machen. Ich weiß ja nicht, was wollt ihr gerne mal sehen von der Q2? Könnt ihr mir einfach mal unten vielleicht in die Kommentare schreiben. Soll ich damit irgendwo mal speziell hinfahren? Soll ich damit mal in Berlin Street fotografieren? Soll ich damit mal ein Model-Porträt-Shooting machen? Möglichkeiten ohne Ende. Schreibt es mir einfach mal unten rein. Dann gucke ich mal, was ich davon vielleicht verwirklichen kann. In dem Sinne war es das erstmal mit dem Unboxing der Leica Q2 Daniel Craig Greg Williams Edition. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da und klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neues. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit und wir sehen uns alsbald im nächsten Video. Macht's gut, ciao!